Hallo Freunde, ich möchte euch heute die kleine Geschichte in Form einer Partie rund um einen kleinen tapferen Krieger erzählen, nämlich einen Bauern, der sich wild nach vorne stürmte und wagte, obwohl das ganze Brett in Flammen stand. Alternative Thematik könnte auch sein, Mehrzahl von Angreifer zu Verteidigern. Dieses Thema hatten wir beim letzten Mal ja auch schon. Und wer das wieder erkennt, der ist bestimmt während der Partie ganz weit vorne dabei. Also, in dem Sinne, lass uns anfangen. Und damit herzlich willkommen beim Schachstrategen. Schön, dass du dabei bist. Wenn dir meine Videos gefallen, dann lass doch irgendeine Reaktion da. Danke dir. So, wir folgen der Partie von Sedlak gegen Perunovic 2008. Und was zunächst einmal relativ ruhig mit einem Nimm zu Inder begann, da gibt es natürlich Berge von Theorien, ja, wollen wir gar nicht drauf eingehen. Wir schauen uns mal diese Variante an. Mit Läufer G5, das ist, ich glaube, die Leningrader Variante, wobei die Original ohne Springer F3 ist, aber wie gesagt, wollen wir nicht so hochhängen hier. Schwarz spielt C5, um im Zweifelsfall mit der Dame aktiv werden zu können. Ich will mal eine kleine Variante zeigen, eine der typischen Fehler, die Weiß hier machen kann, wäre so ein Zug wie E2, E3 zu spielen, um diesen Bauern zu lenken. Denn dann würde Springer Dame A5 kommen. Und jetzt haben wir das Problem. Der Springer ist zweimal angegriffen. Und Weiß kann hier natürlich auf F6 schlagen. Aber dieser Bauer unterbricht diese Verteidigung. Und mit anderen Worten, hier kann Schwarz erstmal einen Bauern gewinnen. Und dann hier auf F6 zurücknehmen. Ja, und dann hängt der D4 und hat Schwarz erstmal einen Bauern mehr. Und wir gehen wieder in unsere Stellung zurück. Das ist so eine der typischen Ideen von Schwarz. Und hier hat Weiß einen für mich auch relativ neuen, oder der ist nicht neu, aber für mich war er neu, einen Aufbau gewählt. Nämlich, dass er sagte, er spielt hier Turm C1, um diesen Doppelbauern per se komplett zu vermeiden. Sehr interessant. D schlägt D, Springer D4, A7, H6. Ein sehr interessanter Einschub, denn der Schwarze fragt den Läufer, wo möchtest du hingehen? Möchtest du nach H4 gehen und diese Fesselung aufrechterhalten? Oder möchtest du irgendwie zurückgehen, auf dieser Diagonale bleiben? Das wäre passiver, aber natürlich auch sicherer, ja, gerade gegen so Dame A5-Ideen. Und in der Partie folgte Läufer H4. Nach Springer C6, E3 und schlagen. Jetzt schlägt, also dieses Schlagen ist natürlich ungewöhnlich, weil dieser Läufer gar nicht angegriffen ist. Ja? Aber der hat eine Idee. Er schlägt hier und jetzt schlagen wir natürlich mit dem Turm. Das war die Hauptidee, um diesen Doppelbauern zu vermeiden. Aber, und jetzt kommt eben die Idee von Schwarz, dass er gesagt hat, Moment, hier steht ein Turm, den würde ich gerne mit Springer E4 angreifen. Geht natürlich jetzt noch nicht wegen dieser Fesselung, also spielen wir erst G5. Und nach Läufer G3 kommt der Springer dahin, greift den Turm an. Und jetzt, Freunde, schon eine eher ungewöhnliche Eröffnung bis hierhin. Aber jetzt wird es doch ein bisschen crazy. denn wenn der Turm jetzt nur einfach zurückzöge, ich mache mal eine Variante, es droht immer Dame A5 mit Schach. Und jetzt kann Weiß nichts dazwischen ziehen. Naja, so ein Zug wie König E2 wollen wir natürlich auch nicht machen. Von daher gehen wir wieder zurück. Müssen wir uns mit Weiß irgendwas ausdenken, wie wir Dame A5 verhindern können. Und dann kam der Weiße mit Turm A3 um Ecke, um Dame A5 eben zu verhindern. Okay, sieht ein bisschen komisch aus, aber geht noch. Jetzt kam Dame E7. Und jetzt droht das Gleiche wieder hier auf B4. Und wenn wir uns jetzt erstmal kurz angucken, wenn wir das jetzt wieder mit Turm B3 verhindern wollen, könnte Schwarz mit Springer A5 diesen Turm angreifen und der hat auf der B-Linie nicht so wahnsinnig viele Felder. Mal er B5 nicht hat, weil wir immer mit A6 diesen Turm angreifen können und der kann nie schlagen. Wegen Dame B4 und der Turm ist einfach weg. Also, es droht hier tatsächlich jetzt schon Dame B4. Und wie soll man das jetzt abwehren? Wir können ja nicht mal mehr A2, A3 spielen. Da kam Weiß mit einer interessanten Idee um die Ecke. Und ihr erinnert euch an die Thematik, die ich euch ja am Anfang so als alternatives
Thematik zum Video vorgeschlagen hatte. Weiß entwickelt eine Figur. Okay, das macht Sinn. Dame B4 Schach. Sehr konsequent. König F1. Keine andere Auswahl. Dame schlägt B2 und dieses Tempo auf den Turm hier auf A3. Ja, wenn Schwarz jetzt genügend Zeit bekommt, ja, dann kann er vielleicht noch im Zweifelsfall hier tauschen und vielleicht auf A2 hängt ja auch noch ein Bauer oder. Auch hier gucken wir uns mal eben ganz kurz eine Variante an, was passieren würde, wenn Weiß einfach Turm B3 spielen würde. Sieht ja auf den ersten Blick sehr, sehr verlockend aus. Aber Dame D2 möchte die Dame tauschen. Und ja, Tempo auf die Dame, die ist ungedeckt. Tauschen macht überhaupt keinen Sinn, ja, wegen der Gabel hier auf B3 und also muss die Dame wegziehen. Dame B1. Und jetzt kann Schwarz aber nach D4 schlagen, auf D3 schlagen und König G7 spielen. Und jetzt schauen wir mal. Ja, Weiß hat eine offene Linie, aber der Bauer ist gedeckt. Der Turm kommt hier auch relativ schnell dahinter. Wir haben mit Weiß ein großes Hauptproblem. Ja, der König steht vermeintlich etwas offen. Wir kriegen unseren König ja relativ gut in Sicherheit, in Anführungsstrichen. Aber wir haben mit Weiß sehr, sehr wenige Figuren, die überhaupt nur Richtung König schielen. Ja? Ist jetzt nur eine. Und ja, die gucken ja auf den weißen Feldern doch eher ins Niemandsland, weil der Bauer noch dieses Feld kontrolliert. Im Zweifelsfall kann der Bauer auch mal vorziehen, diese Diagonale schließen. Ja? Und das ist im Augenblick nicht so richtig erkennbar, wie Weiß hier irgendwie eine Kompensation haben sollte. Und deswegen musste sich Weiß hier was einfallen lassen. Und wir schauen mal, was er gemacht hat. Er hat nämlich gesagt, ja, dann gebe ich den Turm eben ab. Mir egal. Zack, zack. So, und jetzt schauen wir mal. Wenn wir jetzt diese Stellung einfach nur vor Augen haben. Und jetzt würden wir ja erstmal, wenn wir jetzt unvoreingenommen auf die Stellung gucken und denken, oh, Rochade im Eimer, wir haben Material weniger. Was soll das denn hier? Ja, das ist ja eine trostlose und hoffnungslose Stellung für Weiß. Aber wir haben jetzt die Thematik mit den Überzahl Angreifer gegenüber Verteidiger beim letzten Mal kennengelernt. Und wenn wir jetzt mal so einen zweiten Blick, wenn wir den Puls ein bisschen runterfahren und nochmal einen zweiten Blick riskieren, sehen wir, dass wir natürlich hier auch schon drei Figuren potenziell, Moment, ich mach nochmal, und potenziell die vierte Figur hier Richtung König haben. Und da stehen nicht viele Verteidiger. Ja? Gut, vielleicht wird eine Figur getauscht hier mit dem Springer auf D4. Aber dann hätten wir immer noch mindestens drei Figuren, die Angriffspotenzial haben. Und wir haben noch eine weitere Möglichkeit. Und jetzt kommt unser kleiner, tapferer Krieger ins Spiel. Denn durch diesen Zug G7, G5 ist natürlich auch die Bauernstruktur vor dem schwarzen König geschwächt. Und dann bietet es sich zumindest an, so einen Zug wie H2, H4 mal ins Auge zu fassen. Wir haben jetzt hier die Möglichkeit, auf G5 vielleicht zu schlagen, die Turmlinie zu öffnen, ja, und in Verbindung mit Dame H5, und das kann ja auch schnell gehen. Okay, Schwarz denkt sich, alles klar, wir tauschen mal eine schnelle Figur ab, bevor der auch noch irgendwie in den Angriff reinkommt. So, was machen wir jetzt? Wir könnten mit der Dame schlagen, wir könnten mit dem Bauern schlagen. Dame schlagen ist vielleicht ein bisschen riskant, weil die Dame dann auf der Grundreihe eindringen kann und den Turm auf H1 einfach gewinnt. Bisschen viel des Guten. Bauer könnte natürlich schlagen, ja, aber dann könnte Schwarz vielleicht erstmal den König ranziehen oder mit F7, F5 noch ein weiteres Tempo gewinnen. Alles irgendwie ein bisschen unglücklich. Und deswegen kam Weiß mit der fantastischen Idee, unser kleiner, tapferer Krieger, ja, wir haben jetzt hier auf D4 eine Figur geopfert. Jetzt sagen wir, egal, wir opfern hier diese Figur. Unser Bauer sorgt dafür, dass die H-Linie aufgeht. Und damit ist die Aktivität mal mindestens von diesem Turm hier deutlich erhöht worden. Und wenn jetzt mit Dame H5, Dame H6 auf der H-Linie, das kann ja schnell gehen. Aber eine Figur ist eine Figur, oder? Ja, Schwarz sagt sich, ich rette meine Figur. Die dazwischen
Der Läufer wird geblockt. Vielleicht kann ich sogar auf G3 mit Schach schlagen, dass die Bauernstruktur hier kaputt geht. Ne? Den wollte ich einzeichnen. Ja, was macht Weiß also? Wir entfernen den Verteidiger. Warum? Der Springer ist ja mehr oder weniger die einzige Figur, der einzige Verteidiger des Schwarzen Königs. Den tauschen wir ab. Und jetzt stellen wir fest, da wir haben eine, zwei, drei Figuren, vier plus der Bauer, ja, drei Bauern, drei Figuren und einen Bauern als Angriffspotenzial. Und es müssen auch noch ein bisschen kreativ und fantasievoll sein, wie es denn jetzt hier weitergehen kann. Und da schauen wir uns mal, zwei Varianten an. Also in der Partie folgte Läufer E5. Hat die Idee auf den schwarzen Feldern, ja, F6, G7, H8. Und jetzt droht wirklich Turm H6, Turm H8 Motive zum Beispiel, ja, oder dass die Dame rüberkommt. Okay, wir schauen uns mal ganz kurz an, was passieren könnte, wenn wir andere Züge machen. Wenn wir sagen, komm, lass uns mit der Dame sofort nach vorne gehen. Es droht ja hier was. Ja. Außerdem, die Dame deckt ja auch den H1-Turm. Das heißt, wenn jetzt hier dieses Schach käme, der König läuft raus, ja, dann drohen wir ja immer noch was. Ne? Aber das Problem ist, dass eben konkret diese Bauern hier mit Schach fallen. Und dazu hat sich, kommt noch die Option, dass wir mit Schwarz dann zum Beispiel bei König D1 die Dame tauschen könnten. Das wäre natürlich sehr, sehr unangenehm für Weiß. Ja, wo sollen wir sonst hin? Nach D2 vielleicht? Dann hängt der nächste Bauer mit Schach. Ach du Hermanni. Und die Hauptidee ist jetzt einfach, ist egal, wo der König hingeht, ja, sagen wir mal auf die Grundreihe, am Ende, nachdem ich mit Schwarz hier alle Bauern abgefressen habe, geht die Dame über diese Diagonale zur Verteidigung zurück. Und damit ja, haben wir mit Schwarz keinen Mattangriff mehr zu befürchten. Ja, zum Beispiel so. Und ja, jetzt ist Dame H6 nicht möglich und G schlägt H6, dann ist die H-Linie versperrt. Ja. Und am Ende des Tages ist natürlich jetzt hier dann, der Läufer kann ja auch schnell mit Tempo sich entwickeln. Wir haben hier einen Freibauern mit Schwarz, ja, und so weiter. Dann ist einfach zu wenig Angriff für Weiß. Okay, wir schauen mal. Läufer E5 war aber der gespielte Partiezug. Und jetzt muss sich Schwarz ja schon wieder entscheiden. Ne? Was droht Weiß denn? Mal abgesehen von der H-Linie. Er droht vielleicht sogar hier mit dem Läufer nach F6 zu kommen. Warum ist das so ein stiller Zug, ein unfassbar wichtiger Zug oder ein gefährlicher Zug für Schwarz? Weil dieser Bauer dann blockiert würde. Sprich, der Läufer steht hier erstmal unangreifbar, unvertreibbar, wirkt hier auf den schwarzen Feldern. Sprich, auch die Fluchtmöglichkeiten des schwarzen Königs sind damit schon dramatisch eingeschränkt. Und zum Zweiten, ja, dadurch, dass dieser Bauer jetzt hier steht und blockiert, ja, der Turm steht ja auch noch im Weg, manchmal kann Schwarz ja mit F7, F6 versuchen, die siebte Reihe noch in irgendeiner Form seine Schwerfiguren dahin zu bringen und seine Verteidigung zu organisieren. Und genau das versucht Schwarz ja auch, indem er spielt F7, F6, um die siebte Reihe noch weiterhin zu öffnen. Okay, jetzt könnten wir natürlich, oh, jetzt gucken wir mal auf unseren kleinen, tapferen Krieger, ja, der Läufer hängt, der Bauer hängt jetzt hier auch in zweifacher Art und Weise, uiuiui. Aber Weiß beherzigt das Wichtigste in solchen Stellungen. Was ist das Wichtigste? Tempo. Das heißt, wir müssen schnell sein. Wir können jetzt hier nicht potenziell irgendwie jetzt noch G3 und König G2 spielen, damit wir den König in Sicherheit bringen. So viel Zeit haben wir nicht, dann hat Schwarz auch Zeit für eine Verteidigung zu organisieren. Wir müssen also immer wieder mit Tempo kommen, wieder neue Drohungen aufstellen, ja, und so weiter. Und in dem Fall geht das hier mit Läufer D6. Wir greifen die Dame an, natürlich auch den Turm. Aber erstmal muss die Dame wegziehen. Okay. So, Dame zieht weg. Könnte hier auf C4 schlagen. Müssen wir den jetzt decken? Ja, wir haben ja noch verschiedenste Optionen. Die Dame kann auch nach D5 gehen, dann die neue geschwächte Diagonale selber mal versuchen auszunutzen. Und
Aber Weiß spielt einen noch stärkeren Zug. Er spielt Turm H6. So. Jetzt schauen wir mal. Also erstmal ist der Turm hier schon mal sehr, sehr aktiv. Das heißt, auf diese Schachs hier ist der Turm auch nicht mehr in Gefahr. Das ist das Erste. Das Zweite ist natürlich jetzt auch, der Turm hier auf F8 hängt. Wir haben mit der Dame auf D5 und auf H5 Einstiegsoptionen. Oh, und hier ist jetzt, und dann sehen wir schon, wir haben 1, 2, 3, 4 mehr oder weniger gegen einen halbnackten König. Das ist schon sehr großer, dieses Verhältnis Angreifer zu Verteidiger, ne? Wir erinnern uns. Schwarz versucht Turm F7, rettet den Turm, blockiert auch diese Diagonale. Wir schauen uns mal eine kleine Variante an, denn Schwarz könnte hier auch unseren tapferen Krieger auf G5 einfach entfernen. Aber so einfach ist es eben nicht. Denn jetzt folgt Dame D5 Schach. Und wenn der König wegzieht, hängt der F8 mit Schach. Ja, und dann sind wir natürlich mit zwei Figuren hier. Ja, das wird immer irgendwie in irgendeine Form von Matt oder Damengewinn oder sonst irgendwie enden. Ja, ich zeige mal eine kleine Variante. Nach Dame G5 ist der Fluch des Königs unterbrochen. Bedrohung Turm H7 und so weiter. Selbst materiell haben wir ja schon gar nicht so viel weniger, ne? Weil Läufer gegen zwei Bauern, aber die offene Königssicherheit oder die nicht vorhandene Königssicherheit der Schwarzen greift natürlich hier. Ja, und hier ist einfach auch das Dauerschach ist eben auch nicht gegeben. Ne? Der Schwarze hat keine Chance, er kann jede Menge Schachs geben, aber am Ende kein Dauerschach. Und der eigene König von Schwarz steht viel zu unsicher. Und viel zu offen, er wird erledigt werden. So ist das. Deswegen gucken wir uns wieder unsere Hauptstellung an. Was kann Schwarz denn hier noch machen? Und Turm F7 ist natürlich eine Option, ja. Auch die siebte Reihe verteidigen. Jetzt kam erstmal Turm G6 Schach. So, die Idee ist, wenn der König hier rüber geht, dann kriege ich vielleicht die Dame sogar mit Tempo hier hin. Ne? Und wenn der Turm zwischenzieht, dann ist wieder diese Diagonale offen. Die nutzen wir mit unserer Dame. Jetzt geht der König dahin. Jetzt haben wir aber mit der Dame hier auf H5 kein Schach. Aber wir gehen mit dem Turm nach H5. Der König kann ja nicht zurückgehen. Es muss der Turm zwischenziehen. Und jetzt sehen wir einfach, nach dem Tausch kommt die Dame hier problemlos in die Stellung rein. Und jetzt sehen wir drei Angreifer. Und einer. Dieser Angreifer ist unser kleiner tapferer Bauer hier, ja, unser Krieger auf G5. Und nach diesem Schach schmeißt sich unser Bauer in die Waagschale, nachdem er hier schon mehrfach jetzt ganz lange rumsteht und in Gefahr stand, opfert er sich jetzt auch noch mal ein letztes Mal und bringt den Sieg für Weiß. Warum bringt er den Sieg? Wenn Schwarz den Bauern hier schlüge, vom König G8. König muss nach vorne gehen. Wenn der schwarze König auf einem schwarzen Feld landet, kommt der Läufer zurück. Und der König muss immer weiter vor. Ja, und jetzt haben wir diverse Möglichkeiten. Dame H3 Matt, F3 Matt. Das kann man sich natürlich aussuchen. Ja? Reine Geschmackssache. Und genau deswegen war G6 ein wunderschöner Schlusszug der Partie. Denn unser tapferer Krieger hat die Entscheidung hervorgeholt und herbeigeführt. Schwarz hat aufgegeben. Noch Fragen? Und wer noch mehr zu diesem Thema wissen will, der schaut sich gerne links dieses Video an oder schaut sich ansonsten einfach noch weiter auf meinem Kanal um. Vielen Dank fürs Reinschauen und bis zum nächsten Mal.